Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 29. Dezember. Das heißt, 29 Tage habe ich erfolgreich meine Zuckerdiät, mein Zuckerexperiment, mein Nur-Zucker-Challenge erreicht. Ja, es geht mir sehr gut dabei. Inzwischen fällt es mir nicht mehr schwer, auf Zucker zu verzichten. Es ist im Grunde genommen alles nur Gewohnheit. Herzlich willkommen bei Ralle Colonia. Heute will ich euch wieder mitnehmen in die Mikrowelt. Ich zeige euch heute ein paar Dinge in ganz großer Vergrößerung, also 200-fach zum Beispiel. Und ich lasse euch dann immer so viel Zeit, dass ihr dann erraten könnt, was das ist, bevor ich dann die Auflösung gebe. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. So, das, was wir hier sehen, das hat jeder schon mal gesehen oder in der Hand gehalten, vielleicht schon mal angeleckt. Ja, jetzt kommt er mit Sicherheit darauf. Diese Schmutzspuren sind gar keine Schmutzspuren, sondern Farbe. Es handelt sich hier um einen Gegenstand, der heutzutage weniger gebraucht wird als früher. Und ihr werdet jetzt gleich erfahren, warum. Es ist nämlich eine Briefmarke. Und heutzutage verschickt man alles per E-Mail. Da braucht man keine Briefmarken. Und hier, das ist etwas, was wir gerne sammeln, suchen, sammeln, Urlaub vielleicht. Eigentlich ist die Färbung ganz eindeutig. Naja, jetzt kommt sicher drauf. Ich gehe noch mal ein bisschen ins Detail. Na, und... Ja, jetzt müsst ihr es aber langsam haben. Es ist, jetzt dürft ihr raten, eine kleine Muschel. So, und das nächste ist ziemlich schwer. Es sieht aus wie Löcher. Ja, es ist was Ähnliches, aber die Löcher sind nicht durchgehend. Und wenn wir wissen, wie viele Löcher das sind, oder wie viele angedeuteten Löcher, dann kommt man vielleicht auch drauf, eine schöne Maserung. Ähnlich wie ja, Marmor, aber es ist ein Würfel. Und das nächste, das hat auch zumindest die meisten Erwachsenen schon mal in der Hand gehabt. Dieses Detail ist da drauf geklebt. Aber eigentlich, wenn ich das so sehe, sieht man im Grunde genommen direkt, was es ist. Die Farbe ist jetzt sehr deutlich durch das Licht. Jetzt verschwindet sie wieder ein bisschen. Jetzt kommt sie wieder. Ja. Unverzichtbarer Gegenstand, den man heutzutage immer häufiger gebrauchen wird. Es handelt sich hier um den Chip einer Geldkarte. Und das nächste. Ja, das sieht schon mal sehr merkwürdig aus. Nein, es bewegt sich normalerweise nicht. Das ist nur, weil ich da dran gekommen bin. Es sind auch keine faulen Zähne. Also ich bin selber ein bisschen überrascht, was
da so dran ist. Man kann es essen. So viel will ich verraten. Jetzt kommt er sicher drauf. Auch wenn die Form nicht so aussieht wie gewohnt. Das ist eine besondere Art dieser Speise. Es sind jetzt Milchreiskörner. Und das nächste, ganz interessante Sache, wie ich es persönlich noch nie gesehen habe, sieht aus wie viele kleine Waben mit einer dünnen Membrane, Folie überzogen. Oder wie Seifenblasen. Was auch immer, es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ja, es sieht fast so aus wie ganz viele kleine Mini-Seifenblasen. Ja, aber es handelt sich um etwas, was man auch oft im Gebrauch hat. Ja. Und habt ihr schon eine Idee? Es handelt sich um einen ganz normalen Haushaltsschwamm. Und zum letzten. Ja, das sieht mal wieder ein bisschen ekelig aus. Und sehr unappetitlich, wenn man weiß, dass man das essen kann. Auch du isst das eventuell. Aber wenn ich das so sehe, da vergeht einem der Appetit. Übrigens, ich habe das eben schon aufgegessen. Ja, aber im Nachhinein ist es doch eklig. Ekelfood. Aber um was handelt es sich hier? Was kann das sein? Na, kommt ihr drauf? Jetzt langsam ist es erkennbar. Da ist auch ein Loch. Ich werde mal ein bisschen weiter ins Loch hineinzoomen. Dieser weiße Belag, ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, das ist kein Schimmel. Ja, innen drin sieht es genauso eklig aus. Na gut, jetzt kommt die Auflösung. Es ist ja Knäckebrot, Vollkorn. Das war die größte Irrdünner der Welt. Mit Fasten nimmt man schneller ab. Beim Abnehmen baut der Körper nicht nur das Fett aus den Fettzellen ab, sondern auch die Muskeln. Dadurch verbraucht der Körper weniger Energie. Richtig durchgeführtes Heilfasten kann der Einstieg ins Abnehmen sein. Manche machen dabei erstmals die Erfahrung, dass man sich auch ohne Nahrung wohlfühlen kann. Die Geschmacksnerven werden geschärft und das Essen schmeckt nach dem Fastenbrechen viel intensiver. Diese Erfahrung können eine anschließende Ernährungsumstellung erleichtern. Den besten Effekt erreicht man, indem man das Fasten in Form eines Urlaubs, das Fastenwandern oder eines Kururlaubs unter fachlicher Anleitung durchführt. Und nach diesen Fastentagen sollte man sich 1 bis 2 Wochen Zeit nehmen, um die neuen Ernährungsgewohnheiten zu erlernen und zu festigen. Das war's heute mit meinem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und über einen Daumen hoch würde ich mich extrem viel freuen. Und tschüss!